dass alles schief geht, habe ich noch nie erlebt und ich wüsste auch gar nicht, wie man das jetzt definieren könnte. Aber natürlich kann etwas daneben gehen und das muss ich im Blick haben und gleichzeitig den Satz im Bewusstsein behalten, die Angst vor dem Scheitern ist das Scheitern an sich. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe in Krisensituationen ist als Lehrer ein Stückchen Ruhe zu bewahren, auch wenn es schwierig ist, weil meine Stimmung strahlt auf die Schüler. Und erst dann, wenn in mir ein bisschen Ruhe ist, bin ich auch kreativ genug, um vielleicht kreative Lösungen zu finden. Vielleicht habe ich auch einen Kollegen an meiner Seite, der ganz anders tickt als ich, ja, was ich für gut halte, denn dadurch ergeben sich vielleicht auch neue Problemlösestrategien. Und was ich auch empfehlen möchte, ist, wenn man eben eine Klassenfahrt bucht, zum Beispiel bei Herole, dann gibt es Nummern, die man anrufen kann und da kann man sagen, hier ist ein Reifen geplatzt, da ist was schiefgegangen, wir brauchen jetzt Hilfe. Nicht morgen früh um 8, sondern jetzt. Und das ist ja wohltuend.